Sollte man besser Arabisch lernen oder lieber den Koran auswendig lernen? Wer Koran lernt, dann wird man auch Arabisch lernen können. Aber wer nur Arabisch lernt, ist nicht unbedingt, dass er Koran lesen kann. Es gibt viele doch Araber, aber nicht jeder Araber kann den Koran gut lesen oder richtig lesen. Und deshalb, Barakallahu fikum, was willst du Arabisch lernen, um zu wissen, wie geht's und was machst du? Und was hast du heute gegessen und was machst du übermorgen? Oder willst du Arabisch lernen, erstmal um deine Religion zu verstehen? Deshalb richtig ist, dass man mit dem Koran anfängt, Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und mit dem Koran anfangen und dazu auch Arabisch lernen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.